So, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution und wir gehen raus. Und ich will hoffen, dass ich noch zum Waffenhändler komme, damit ich ein bisschen was verticken kann. Beziehungsweise, ob der was Neues hat. So, wollen wir mal gucken. Nee, das nicht. Karte, da. Da ist die Limb-Klinik. Ach, da hinten ist das Convention Center, okay. Dem ganzen Mist hier ist nur dieser Taggart schuld. Wie kann man in dieser Stadt... Da bin ich nicht ganz deiner Meinung, mein Freund, aber... Egal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich richtig renne. Ich glaube nicht, wie das hier schon aussieht. Nee, hier ist das. Das ist das Polizeirevier. Ich glaube mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Warum leckt das hier gerade so ekelhaft? Finde ich unschön. Tut mir leid, aber wir haben alle zugeleitet. Von dieser Haltestelle kommen keine. Ja, okay. Er hat sich von hinten angepirscht und meine Börse gestohlen. Gibt es irgendwelche Zeugen? Ja, aber die wollten nicht auf euch Jungs warten. Wartet mal, ich starte nochmal die Aufnahme schnell. So, wieder da. Ich hoffe, es hat jetzt aufgehört zu laggen, aber wenn ich so mir die Framezahlen angucke, die wachsen und schrumpfen andauernd. Ich fand, die Polizei hat überreagiert. Fuck, warte mal, ich will mal kurz abspeichern. Ich weiß nicht, was passiert. Wenn ich jetzt rüber... Steige. Ah, hier ist der Waffenhändler. Okay, gut. Er ist wenigstens noch hier. Womit kann ich die... Wir gucken. Revolver brauche ich nicht. Was brauche ich denn sonst noch nicht? Präzision brauche ich. Sturm. Wir gucken mal. Das lassen wir auch noch. Ach komm, das Sturmgewehr verkaufe ich. Ich bin Stealther. Wo ist denn? Da. Oh, einiges. Die EMP-Mine lasse ich noch. Splittermine geht auch. Die Minenmatrix lasse ich. Gasgranate lasse ich auch. Ja, okay, das lasse ich erstmal so. Und kaufen. Hast du noch was? EMP-Granate? Stoppwurm, Laser, Schadensupgrade, Ladege. Oh, der hat ja einiges jetzt noch. PPS, Sturmgewehr brauche ich nicht, Schrot, Revolver brauche ich auch nicht. Schrotpatronen will ich nicht, Betäubungspfeile. So, okay. Schrot, nee, das brauche ich auch nicht. Wir gucken mal, panzerbrechendes System. Das ist... Das hat die Schrot schon. Explosivgeschoss-Upgrade. Salvensystem. Kühlsystem brauche ich nicht. Zielbereich. Für Armbrust und Betäubungsgewehr hat es schon. Info. Ja, ich denke mal, da kann man noch was. Das kaufe ich mir mal.
kaufe ich mir auch mal. War mir. Ja, wir gucken erstmal. Was haben wir hier? Ladegeschwindigkeit kombinieren mit Betäubungsgewehr. Und das Schadensupgrade. Mit unserem Gewehr. Wir gucken aber nochmal hier. Laserzielsystem möchte ich nicht. Noch ein Panzerbrechen. Habt ihr die Bohnen für Dämmer und andere Panzerungen auf? Ja, das. Das hätte ich noch gerne. Und noch ein Schadensupgrade. Erzählt. So. Das kann ich nicht kombinieren? Was ist das denn? Kombinieren mit. Nochmal. Wie viel hat der denn hier? Okay, das war das letzte anscheinend. Ja, das lasse ich erstmal. So, okay. Jetzt können wir hier weg. Habe ich sonst noch irgendwas zu tun? Nee, eigentlich nur dorthin gehen. Ist ja eigentlich eine Limbklinik in der Nähe. Muss ich mal so gucken. Die ist auf dem Weg, also hier rechts, ne? Ah ja, hier ist die Limbklinik. Jensen, Sarah ja? hat gesagt, ich soll die Sicherheitsloks im Convention Center für sie hacken. Ja, okay. Sandoval hat sich abgemeldet. Er ist nicht mehr dort. Taggart weiß sicher, wo er hin ist. Glauben Sie wirklich, er wird Ihnen das während eines Aufstands vor allen Medien erzählen? Wenn ich ihn höflich darum bitte. Okay, falls das nicht funktioniert. Er hat eine Garderobe hinter der Bühne. Ein Mann wie Taggart hat seine Leute sicher ständig im Blick. Übrigens, ich habe die Lücke in unserer Firewall zurückverfolgt, die Seraph geöffnet hat, ohne uns davon zu erzählen. Und die er benutzt hat, unmittelbar bevor er mich eingestellt hat. Ich weiß. Wie es aussieht, hat unser Boss intensiv mit einem Privatdetektiv geplaudert. Er heißt Brent Redford, wohnt in Earl's Court. Okay. Nur falls Sie auch ein paar Wörtchen mit ihm wechseln wollen. Davon habe ich gelesen. Aber ich gucke erstmal in die Limbklinik vorbei. Vielleicht haben sie ja wieder ein Praxiskit für mich zum Verkauf da. Bevor ich mich der Nebenquest annehme. Wollen Sie vielleicht? Auf jeden Fall. Ein Praxiskit. Sogar zwei. Hell yeah. Haben wir hier noch was? Hypo. Kaufen wir mal zwei von. Man weiß nie. War mir ein Mir auch. Limp glaubt an den freien Zugang zu Augmenten für jedermann. Ja. Trotzdem müssen sie warten. Ist okay. Nun komm. Okay. What the fuck? Was ist denn da oben? Na egal, wir gehen erstmal dorthin. Wo muss ich denn lang? Wie viel habe ich eigentlich jetzt wieder? Jetzt habe ich wieder Zähne. Lol. Ein bisschen rauszoomen. Ach, da hinten, okay. Dann gehen wir hier hinten lang. Ich glaube, mir war so, als wenn es hier weitergeht. Ja, hier geht's weiter. Okay, ist ja fast um die Ecke hier. Dann machen wir das hier mal. Alles okay, Schatz? Ja, bleib locker. Bitte? Übungsdrills für augmentierte Soldaten? Okay, der ist da oben. Okay, hier hoch. Und das Versteck, das habe ich auch aufgekriegt. Ich werde da hinten mal gucken, wenn ich da wieder vorbeikomme. Was da drin ist, wenn die mich denn lassen. Ach komm, den lassen wir denn. Das Risiko gehe ich jetzt nicht extra ein.
Okay, aber ich mache hier nochmal ein Sicherheits-Safe. Okay, das ist ein Gegner. Wo ist hier jemand? Ich habe nämlich gerade gewischt. Und wenn Sie nichts dagegen haben, könnten Sie gleich... Halten Sie den Mund, oder ich verpasse... Warte mal. Ich muss noch mal kurz gucken. Ich kann das immer nicht mehr. Vergessene Bekanntschaften, putz der Spur nach. Sie noch eine Kugel. Ja. Schalten wir den einfach mal aus. Wir machen die Tür zu. Der hat nichts. Pistole einfach mal mitnehmen. Jensen. Gott. Ja? Brent Redford? Der bin ich. Noch. Woher kennen Sie meinen Namen? Was war hier los? Helfen Sie mir. Dann sage ich es Ihnen. Ich habe ein OP-Kit. Irgendwo hier. Finden Sie es. Sie brauchen einen Arzt. Ich hole Hilfe. Nein. Keine Zeit. Die könnten zurückkommen. Jederzeit. Finden Sie das Kit schnell, wenn Sie antworten wollen. Na los, komm. Details. Ich rede nicht ohne. Ich rede nicht ohne. Okay, gehen. Ich komme wieder. P-Kit. Wo ist das hier? Da. Haben Sie das Kit gefunden? Ja. Los. Das müsste die Schmerzen lindern. Und jetzt sagen Sie mir, was hier los ist. Diese Mistkerle. Ich hätte es wissen müssen. Als Seraph Angst gekriegt hat, war mir klar, dass mir dieser verdammte Fall um die Ohren fliegt. Seraph. Sie sind also der Schnüffler, den er angeheuert hat, um mich abzuklopfen. Detective. War ich zumindest bis... Ah, scheiße. Ich kann kaum noch atmen. Die Typen, die mir das angetan haben, waren Profis. Ich glaube, ihr Boss ist sauer, weil die falschen Leute Staub aufwirbeln. Welche Leute? Was haben sie rausgefunden? Wir haben keine Zeit für Details. Meine Speichereinheit, diese Mistschweine. Dorthin sind sie unterwegs. Ich habe für Seraph viel Scheiße über sie ausgegraben. Zeug, das sie selbst nicht wissen. Über ihre Eltern. Ihre echten Eltern. Ja, ich hab's gelesen. Tests. Das Feuer. Was sind sie, Jets? Irgendein Freak? Nein. Ruhig, Redford. Bleib locker, Mensch. Ganz ruhig. Voll eingemottet. Ist alles in einer Gasse. Hinter der Bank. Dort sind ihre Dateien. Aber Michelle weiß mehr. Sie müssen diese Kerle aufhalten. Scheiße, sie... Roboter. Ruhig, Redford. Ah, tu das... Ja, genau. Details jetzt. Aufgabe. Redford, ich weiß, Sie haben starke Schmerzen. Aber Sie müssen mir alles sagen, was Sie wissen. Es gibt eine Speichereinheit. In der Gasse, hinter der Bank. Okay, so viel habe ich schon mitgekriegt. In der Nähe des Polizeireviers. Gut. Dort wollen die Typen hin. Ich habe ihnen nichts gegeben. Da ist ein Safe. Er enthält, was sie wollen. Er führt sie zu ihr. Zu Michelle. Der Safe. Sie haben nicht die richtige Kombination. 4-0-6-2. Oh Gott, ey. Nicht vergessen. Okay. Ich gehe. Aber ich rufe Ihnen Krankenwagen. Sie kommen durch. Nein. Diese verdammten Tiere. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wollte meine Waffe ziehen, als mich die erste Kugel erwischt hat. Die zweite... Die haben mich lahmgelegt. Sie machen sich zu viele Gedanken. Das liegt bestimmt am Morphium. Ich weiß, wie Morphium wirkt. Und ich weiß, was
eine aus nächster Nähe abgegebene Kugel mit dem Brustbein anstellt. Sie brauchen einen Arzt. Fuck. Der flickt sie zusammen. Ich will kein Freak werden. Selbst wenn ich mir die OP leisten könnte. Die Augment. Ich will keine Maschine werden. Und ich werde sicher nicht den Rest meines Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich habe keine Lust, in Windeln zu scheißen. Redford. Hören Sie, es ist noch ein bisschen Morphium da. Nur 2 Injektionen. Das müsste reichen. Bitte. Wenn es sein muss, flehe ich Sie sogar an. Lassen Sie mich nicht so zurück. Wenigstens das schulden Sie mir. Okay. Zustimmen. Wollen Sie das wirklich? Scheißt ein Bär in den Wald. Mann, ich hab's echt vermasselt. Hören Sie, Roboter. Hey, ich bin kein Roboter. Wenn ich es selbst könnte, würde ich's tun. Ich hab keine Familie. Niemand vermisst mich. Es ist besser so. Ich will der Allgemeinheit nicht zur Last fallen. Letzte Chance, Brent. Machen Sie schon. Komm, erlösen wir ihn. Es macht keinen Sinn. Es geht ganz schnell. Ich weiß. Sie haben ein gutes Werk getan. Diese Männer. Ich werde sie finden. Sehen Sie sich an. Ein stählerner Riese mit einem Herz aus Gold. Aber tun Sie es nicht für mich. Tun Sie es für Sie. Für Michelle. Sie verdanken ihr Leben. Oh mein Gott, ey. Okay. Hat der noch was? Ein PDA. Okay. Gehen wir dorthin. Alle, oder ich würde sagen, wir sehen uns unten, wo ich das im Offscreen-Run dort geöffnet habe, Leute. Also wir sehen uns wieder unten. Bis zum nächsten Mal hier bei Deus Ex Human Revolution. Bis dann.